Ihnen allen, meine Damen und Herren, Ihnen Akteuren, einen wunderschönen guten Abend. Sehr geehrter Herr Vollmer, Herr Frey, Herr Sturm als Regisseur, die ich stellvertretend nennen möchte, oder besser gesagt, werte Damen und Herren, der gesamten Opernproduktion Griechenland. Für die Produktion des ersten Opernwerks in deutscher und türkischer Sprache, eines Musikwerks für Türken, Deutsch-Türken, Deutsche und ihre Angehörigen, den ernsthaften, emotionalen, kontroversen Dialog in unserem Land und darüber hinaus zu führen, um Identität, Ich-Findung und kulturelle Wurzeln und dies in der Sprache und Ästhetik einer lebensnahen Realität. Für das Engagement, interkulturelle Begegnungen im Musiktheater stattfinden zu lassen und neuen gesellschaftlichen, deutschen und nicht-deutschen Gruppierungen die Oper als ein Musiktheater mit sozial aktuellem Anspruch zu erschließen, verleiht das Kulturforum Europa der Produktion dieser Uraufführung im Rahmen des Kulturpreis Europa den Europäischen Toleranzpreis. Ich wünsche Ihnen weiterhin den verdienten Erfolg mit dieser sehr wichtigen und auch all Ihrer zukünftigen Arbeit. Frau Staatsministerin, Sie haben die Medaillen, ich habe die Urkunde, schreiten wir zur Tat. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir diesen Preis bekommen haben. Dieser Preis, ich will gleich noch inhaltlich was zu sagen, der gebührt dem Regisseur, dort sitzt der zweite von rechts, Michael Sturm. Ich kann sie jetzt nicht alle einzeln erwähnen, aber Ihnen allen gebührt ebenfalls dieser Preis. Dank sei dem gesamten Ensemble. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, als wir die Länderschwerpunkte eingeführt haben, im ersten Spielzeit mit Israel, Ungarn, jetzt mit Türkei, Frankreich, hatten wir gehofft, diese Dialogsense, dieses integrative Moment schaffen zu können. Und das ist auch ein ganz wichtiger Kern unseres politischen Kulturauftrages, unseres Miteinander, unserer Kernbotschaft, die wir auch in den nächsten Spielzeiten weiter aufbauen wollen. Wir fühlen uns sehr unterstützt, wir fühlen uns sehr gestärkt. Vielen Dank nochmal bei allen im Europäischen Kulturforum. Es ist ein weiteres Signal und ein weiteres Aufbruchssignal zur Unterstützung unserer zukünftigen und weiteren Arbeit. Vielen Dank. Liebe Akteure des Bremer Theaters, lieber Hajo Frey,
Ich glaube, Freiheit und Verantwortung sind nicht nur Fragen, die die Menschheitsgeschichte bewegen und die allgemeine Ethik gründen, sondern Freiheit und Verantwortung ist immer auch die des Einzelnen. Und wenn dieses Stück auch nicht moralinsauer mit einem Zeigefinger auf andere zeigt, so zeigt sich doch viel Verbindendes in den Problemen der Kulturen. Und es sind nicht die Kulturen, die aufeinanderstoßen, sondern häufig Menschen und Schicksale. Und das wird natürlich besonders deutlich, wenn Gefühl und Leidenschaft im Spiel ist. Meine Damen und Herren, wir haben heute wunderbar gehört, gesehen und gelernt, dass wir vieles gemeinsam haben und dass dieses Werk zu Recht den Integrationspreis verdient hat. Ich finde es eine mutige Arbeit des Bremer Theaters, dieses schon anerkannte Filmwerk auf die Bühne zu holen, und gratuliere noch mal ganz herzlich auch Hajo Frey und seinem Team. Euch ist ein ganz wunderbarer Akt gelungen. Ich glaube, wir freuen uns alle und sind stolz auf eine solche Produktion. Denn meine Damen und Herren, hier erleben Sie den originären Kulturauftrag des Theaters. Neues, Spannendes und immer auch Kommunikatives auf die Bühne zu bringen. In diesem Sinne wünsche ich diesem Stück viel Erfolg und dem Theater auf diesem Weg viel Bestärkung. Einen schönen Abend. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, wer einen anderen tolerieren möchte, kann ihn wirklich nur tolerieren, wenn er ihn auf Augenhöhe toleriert. Es geht nicht um Mitleid, es geht nicht um didaktische Ansätze oder so, sondern es geht darum, dass wir uns auf Augenhöhe tolerieren können. Das heißt, dass wir im anderen einen Schatz vermuten, den wir gerne heben möchten, dass der andere uns wert wird. Und wir haben hier bei der Produktion genau das erfahren. Wir haben Künstler mit deutsch-türkischem Hintergrund, Künstler aus der Türkei und natürlich Deutsche, Bulgaren, Polen hier auf die Probebühne geholt, und wir haben gestaunt. Ich habe gestaunt, was aus der aus Papier bestehenden, trockenen Partitur dort geworden ist. Jeder hat seine Biografie mitgebracht, jeder hat seinen Schatz mit eingebracht, und deshalb ist das, was wir heute gesehen haben, viel, viel mehr als das, was ich damals hingeschrieben habe. Ich danke mit großem Herzen den Kollegen und Kolleginnen der Bremer Produktion, des Bremer Theaters. Ich danke der Theaterleitung, Herrn Frey, Hans-Georg Wegener, dass dieses Experiment, es war erstmal ein Experiment, so gut gelungen ist. Und ich danke den Auslobern der Jury hier dieses Preises, dass es dort auch angekommen ist, dass es in der Öffentlichkeit angekommen ist, dass Kunst genau hier hingehört, nämlich da, wo wir über unsere Identität sprechen, wo wir miteinander unsere Identität mitbringen und uns gegenseitig bereichern können. Ich wünsche mir in diesem Land, dass auch in der Politik und in der Gesellschaft viel mehr von diesem Gedanken ankommt und verwirklicht werden kann, damit wir reicher werden können. Nicht nur friedlicher, befriedeter, sondern damit wir reicher werden können. Vielen Dank, meine Damen und Herren.